Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faster Than Light. Und wir springen in ein neues System, in einen neuen Sektor. Wir hatten eben einen feindlichen Sektor, jetzt kommen wir in einen rebellenkontrollierten Sektor oder wir können einen zivilen anfliegen. Ich verspreche mir einfach von dem Rebellensektor noch ein bisschen mehr. Muss ich mir einfach sagen. Ich brauche Knete. Ja, da fällt die Wahl schwer, wo wir hinwollen. Da gibt es nicht viel. Ich hoffe, hier geht was ab. Eine Station, die uns reparieren würde. Ole, ole, toll. Da ist ein Store. Wir können da hier so einen kleinen Schwenk unten rum machen und kommen wieder zu dem Store. Also, was geht hier ab? Eine automatisierte Drohne. Hat die nur einen Ionenblast? Ah, eine Drohne. Wie wäre das, wenn ich stattdessen... Ich kann nicht beide Systeme gleichzeitig fahren. Bevor mir die Drohnen ausgehen, muss ich das hier geregelt haben. Auf den Schild. Auf sein Waffensystem. Jawohl. Sehr schön. Solange sein Waffensystem unten bleibt, soll es mir recht sein. Schön Dauerfeuer draufhalten. Abhauen tut der schon mal nicht mehr. Sein Waffensystem ist getroffen. Sehr schön. Dann können wir jetzt den Schild weiter bearbeiten. Die Drohne von ihm ist mir völlig wurscht. 30, das ist gut. Danke für nix. Ich glaube, wir müssen eine kleine Runde fliegen. Schon kommt die Rebellenflotte angewetzt. Oh! In einer Minenstation, da kriegen wir Geschenke. 19 Knete und eine Boarding Drone. Das ist cool. Wir nehmen erst den Distress-Balken, gehen zum Store und dann gucken wir mal, was im Store angeboten wird und entscheiden dann. Ach, jedes Mal. Ich möchte es einmal ohne... Na, obwohl, einen Punkt Schaden ist doch nicht schlimm. Immerhin 5 Treibstoff und 50 Knete. Verdammt. Am besten lösche ich das Feuer mal so. Na komm schon. So, Feuer ist gelöscht, Türen zu. Türen auf, Sauerstoff verteilen und nix wie rein. So, schnell reparieren. Mir geht nämlich jetzt der Sauerstoff aus. Ach, danke. Das geht ganz schön runter hier. Auf Paar 60 hat es das gedrückt. Sehr empfindliches System. Aber die Jungs können ja gut reparieren. Was hatten wir jetzt schon? Naja. Immer noch ein bisschen rötlich. Muss natürlich jetzt warten, bis das alles wieder frisch gemacht wurde. Aber es gab gut Knete. Ich habe endlich das Gefühl, dass es mal Knete gibt, dass es mal losgeht. Tür zu. Und dann schauen wir jetzt im Store rein und gucken, was wir machen können. Okay. Ein Scanner. Was gibt's noch?
noch ein Besatzungsmitglied. Das wäre noch ein Energiepunkt extra. Das könnte ich mir auf der Zunge zergehen lassen, mal ganz ehrlich. Das ist noch ein Besatzungsmitglied und ein, der Energiepunkt ist es halt, der mich jetzt gerade so ein bisschen reizt. Eine Boarding Drone. Ein Power von 3 braucht die. Vergiss es. Das ist. Das kommt im Moment nicht gut hinterher. Ich muss das zusätzliche Waffensystem fahren, um meine Systeme zu entlasten. Ich brauche noch 2 Punkte auf das Waffensystem. ...50 und dann nochmal 75 drauf. Und dann Energiepunkt. Statt der Drohne könnte ich jetzt die zweite Waffe fahren. Das ist, glaube ich, jetzt die geschicktere Variante. Das ist natürlich nur noch bedingt der Drohnenkampf dieses Schiffes, aber mir gehen die Drohnenparts aus und ich finde nicht das Drohnenkontrollsystem, was ich brauche, um die Drohnen wieder einzusacken. Das ist mein Problem. Wäre das hier auf der Station gewesen, ich hätte es sofort gekauft, aber wir haben es nicht. Ich brauche Alternativen. Ja, ne? Machen wir so einen Bogen. Ja, da fliegen wir einen kleinen Bogen, was soll's. Asteroidengürtel. Da, super. Er macht sich unsichtbar. Jo, du mich auch. Da schießen wir mal auf dein Waffensystem. Und damit du nicht auf die Idee kommst, dass du abhauen könntest, knallen wir dir eine. Oh, sehr schön. Die Asteroiden helfen schön mit. Unsichtbar machen ist nicht mehr. Ah, mein Antrieb. Getroffen. Ja. Treibstoff ist wichtig. Geld auch. Ein bisschen heilen. Ich muss wegjumpen. Hier hätte ich noch alle Möglichkeiten. Ich könnte aber auch hier rüber. Das würde auch gehen. Ah, fight, fight, fight ist gut. Oh, er will fliehen. Oh, man. Und er schickt eine verdammte Drohne. Den Schild runter. Auf den Antrieb. So, Schild ist erstmal ausgenockt. Und ausgeschaltet. So, gleich kommt der Treffer auf den Antrieb. Das heißt, wir konzentrieren uns auf seine Kackdrohne. Obwohl, die macht uns gar nicht so viel aus. Ich glaube, sein Waffensystem ist jetzt gerade schlimmer. Jawohl. So, das war's mit dem Wegfliegen. Das hat sich erstmal erledigt. Sein Waffensystem ist unten. Dann wäre jetzt die Drohne das nächste, was mich ärgert. Und der dicke Laser wird es seinem Schild besorgen. So, seine Drohne ist weg. Als nächstes wäre sein Waffensystem dran. Immer schön abwechseln. Schild ist unten.
Ja, jetzt klappt das besser und vor allen Dingen spare ich mir die Drohnen auf. Auf sein Waffensystem. So, seine Drohne werden wir mal schön festhalten. Und auf Wiedersehen. Ja, das ist besser. Das ist besser. Wir sparen Drohnenparts für die wirklich wichtigen Kämpfe. Wir hätten aber schlecht Energie, um es zu fahren. Wir bräuchten Energie und wir brauchen mehr Antrieb. Mehr Antrieb ist wichtiger. Damit wir schneller fliegen können. Damit die Flotte uns nicht so urschnell einholt. Oh man! Oh, verdammt! Eine Sonne, die uns dann die Hitze um die Ohren knallt und wir haben noch Entermannschaften. Beim Captain. Charlie, du machst das. Ja, das machen wir auch sehr gut, weil wir haben ja einen Punkt auf der Krankenstation. Das heißt, wir heilen automatisch, während diese auf die Nuss kriegen. Das war's. Charlie, beziehungsweise machen wir einfach so. Alles wieder zurück. Und wir können springen, bevor die Sonneneruption uns erreicht. Ja, das wäre jetzt. Oh, da oben ist ein Store. Echt jetzt? Da kommen wir nicht hin. Das ist auch eine Sackgasse. Wir müssen den Exit nehmen. Shit. Ah, immerhin, wir kriegen noch ein bisschen Geschenke. Noch eine Drohne. Eine Anti-Ship, also es ist eine Beam-Drohne in diesem Fall. Und noch ein bisschen Geld. Das ist schön. Jetzt heilen wir erstmal. Du gehst mal direkt auf die Krankenstation. Und Charlie ist auch wieder fit. So, was ich brauche, ist natürlich Energie. Ah, jetzt kann ich den besseren Antrieb und die Waffensysteme mit dem Schild fahren. Es läuft langsam, aber ich habe immer noch das Gefühl, es ist so schleppend. Naja, der nächste Piratensektor wird es richten. Ach, ein Store. Wir können dann unten weiter ausweichen, das passt. Also fliegen wir erstmal so rum. Immer gucken, dass man möglichst viele Beams abgreifen kann. So, der möchte Gohel, der hat ein Problem, der hat keinen Treibstoff mehr. Der möchte von uns Treibstoff haben. Ja, komm. Ist okay, wir haben gut. Wir haben einen guten Tag und wir kriegen einen Questmarker auf der Map vor lauter Dankbarkeit. Da unten. Da möchte ich gerne hin. Wir haben eh nichts, was wir im Store kaufen könnten. Obwohl, wir könnten vielleicht die Drohne verkloppen. Ich fliege den Store mal schnell an. Teleporter, nein. Nee, auch nichts. Die Beam-Drohne, die finde ich nicht so prickelnd. Deswegen kommt die weg. Ich brauche einen Moment. Also es ist, wir haben immer noch kein System gefunden. Ach, ich werde noch verrückt. Wir brauchen nicht großartig reparieren. Boarding und Anti-Personen-Drohne brauchen wir nicht. Die kosten im Moment zu viel Energie. Ich will mir eigentlich... Ich habe noch zwei Plätze frei, aber ich will noch warten. Vielleicht kriege ich was geschenkt. Also hauen wir ab, dass... Wie kommen wir denn da hin? 1, 2, 3 oder 1, 2, da sparen wir ein bisschen Weg.
Ah, da geht es auf jeden Fall hoch. 1, 2, 3. Das bringt nichts. 1, 2, 3. Daran kann ich auch springen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also können wir mitnehmen. Hallo, sei gegrüßt. Ja, Ihre Schilde sind unten und überhaupt und so. Komm, wir gucken nach. Jawoll. Bisschen Knete gab's. Also, das war nicht schlecht. 60. So langsam läuft's mit der Knete. Ich hätte gern trotzdem noch erstmal Energie. So, was wollte ich? Eins, zwei, drei. Oder eins, zwei, drei. Dann gehen wir runter. Hab das Gefühl, untenrum ist besser. Piraten? Der hätte uns ja für 45 einen Sklaven angeboten, der gut reparieren kann. Aber wir können doch einfach angreifen. Sagen, hier, scheiß drauf. Behalt doch deinen Sklaven. Kriegst du auf die Nuss. Fertig. Der hat ein Hartschild. Den müssen wir erstmal durchknabbern. Das werden wir auch tun. Der hat alles voller Beamwaffen. Na dann, knabbern wir mal am Schild rum. Ich hätte auch gerne ein Hartschild. So wie du. Bam, bam, bam. Und ein Loch ist in der Höhle. Geil. Geiler Shit, guter Leser. So. Der Schild von ihm ist ausgefallen und beschädigt. Und das nächste wäre natürlich sein Waffensystem, was mir auf die Nüsse geht. Das nehmen wir jetzt mal vorrangig. Und der Beschuss. Eins ist eingezogen. Ach, daneben. Ah, er möchte fliehen. Das möchte ich aber nicht. Also muss ich seinen Antrieb verhaken. So, da geht's schon los. Er möchte nicht sterben und überhaupt und bietet mir jetzt für Omme einen Sklaven an, ein Besatzungsmitglied, was schon gute Waffenerfahrung hat. Ist jetzt die Frage, nehmen wir noch das Besatzungsmitglied? Oder warten wir auf die Knete? Ich glaube, die Knete ist besser als wichtiger. Was soll ich tun? Noch ein Besatzungsmitglied wäre cool, aber wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Nee, komm. Bam. Ein Treibstoff 53, ja, das ist besser. Das ist besser. Das hat mir besser gefallen. So. Unser Waffenexperte. 20% schneller schießen. Ne? Der ist jetzt richtig flott dabei. Die Drohne können wir noch nicht unabhängig steuern. Langsam könnten wir uns auch für einen neuen Schild mal interessieren. Ich will über das Geld erstmal so ein klein bisschen jetzt mal so ein bisschen aufsparen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wir sind so gar nicht mal schlecht aufgestellt. Könnten natürlich noch unseren Antrieb weiter verbessern. Noch ein bisschen mehr. Ihr seht es ja rechts. 40 kostet jetzt die nächste Stufe. Ausweichen wäre dann von
natürlich nochmal erhöht. Und wir fliegen dann im Gegensatz zum Beginn doppelt so schnell. Das heißt, die Flotte braucht noch länger, bis sie uns aufmischt und uns hinterherkommt. Wir haben mehr Zeit, mehr Beacons zu erforschen. Mhm. Das nehmen wir. Und wir nehmen auch die Energie, die wir dafür bräuchten. So, ausweichen im Moment auf 32. Wenn ich jetzt noch einen in die Energie reinstecke, achtet mal oben drauf. 37. Das ist ein guter Ausweichfaktor, das ist nicht schlecht. Richtig, wir wollten nicht zur Queste. Ah, ganz vergessen. Da ist sie noch besser. Da haben wir noch mehr die Möglichkeit, diese Queste zu erreichen und die Flotte abzuhängen. Also abhängen tun wir es ja nicht, aber noch mehr Zeit zu schinden. Scanner haben eine Lebensform auf dem Planeten. Guck mal hier, das hatten wir doch schon mal. Ja, was machen wir? Komische Viecher sind auf dem Planeten. Wollen wir friedlich kommunizieren oder diese Kreaturen an Bord bringen zum Verkaufen? Ich wäre ja für den Versuch, sie an Bord zu bringen. Also, to sell, ne? Also da bin ich irgendwie schon so ein bisschen Söldner Seele. Ich sehe da echt die Knete im Vordergrund. Wir probieren es, komm. Nein! Oh, verdammt! Wir haben ein Besatzungsmitglied verloren. Ah, oh, unser Rock ist weg. Ah, scheiße. Wer kümmert sich denn jetzt um die Schilde, hallo? Eins, zwei. Nee, ich muss beim Plan bleiben. Wir müssen die Queste abgreifen. Und das werden wir auch tun. Hier ist nichts. Gleich weiterspringen. Alter, wenn bei dem Questmarker nicht was Gutes rauskommt, da werde ich schon ein bisschen stinkig. So. Der Blast geht. Ah, das ist schon ein Zweierschild. Ich glaube, wir werden hier mit einer Drohne arbeiten. Der Blast geht auf dem Schild, beziehungsweise der Ion Blast und der dicke Laser muss das Waffensystem hinrichten. Auf geht's. Das, oh, treffen, treffen musst du auch noch. So, jetzt aber. Sehr schön. Ja, bevor seine blöde Rakete starten konnte. Sein Schild halten wir mal schön unten. Er möchte fliehen. Na, das nächste Problem. Ach ja. Sein Angebot? Nee, ist mir zu wenig. So, sein Waffensystem ist völlig am Arsch. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf. Ah, er kann nicht fliehen. Der Pilotensitz ist hinüber. Gut, dann wird der dicke Laser sich auf den Antrieb konzentrieren. Viel Spaß damit. So, wir haben Feuer. Das schafft der Rock alleine. Hoffe ich. Gut. Wir verfahren weiter nach Plan. Jawohl. Ein Drohnenpart, 31 Knete. Ist okay. Dann jumpen wir weg, bevor die nächste Sonneneruption hier ankommt. So, Questmarker. Jetzt kommt's drauf an. Okay, wir kriegen ein Upgrade für den Reaktor. Ein Energiepunkt mehr. Nice. Und damit können wir auf jeden Fall die Drohne fahren und den vollen Antrieb belassen.
Nicht schlecht. So, die Flotte ist noch weit weg. Ich könnte hier hin, von da aus. Ich könnte immer wieder zum Exit. Ja, komm, wir grasen so viel ab, wie wir können. Das muss schon sein. Eine beschädigte Raumstation. Ja, ist die Frage. Entern wir die Station und schauen nach Überlebenden und riskieren, dass wir noch einen Mann verlieren? Oder nehmen wir uns einfach den Schrott aus den Trümmern? Ich möchte jetzt nicht noch einen Mann verlieren. Wir nehmen den Schrott. 26 Punkte. Das ist okay. Brauchen wir für den nächsten Schildpunkt. Wir können noch ein paar schön... Ja, die zwei können wir auf jeden Fall abräumen. Ah, Piratenfalter. Macht uns ein kleines Angebot. Ich bin nämlich bescheuert. Das kämpfen wir aus, weißt du das? So, was hat er? Energiewaffen. Keine Rakete. Da brauche ich schon mal keine Zusatzdrohne. Wir werfen die Krankenstation an, sagen, das ist doch eher was dafür und das dafür. Also, der Ionenblast haut den Schild erstmal runter und klopft ihn schön weich. Und wir laden unseren Hull-Laser für sein Waffensystem. Ja, genau so wollte ich das. Perfekt. Schön den Schild klein halten und dann werden wir jetzt mal dem Schild eins draufgeben. So. Und wieder aufs Waffensystem. Schön klein halten und weiter auf den Schild. Jawohl, Schild ist hinüber. Damit er nicht auf die Idee kommt, dass er flüchten könnte, hauen wir ihm jetzt was auf den Antrieb. Ja, da höre ich doch schon den Riss in der Hülle. Den höre ich richtig raus. Und da kommt das Angebot. 4 Raketen. Ich kann mit Raketen gar nichts anfangen. Hallo. 2 Drohnenparts. Das klingt gut. Ein bisschen Knete. Aber eigentlich gibt es immer ein bisschen mehr, wenn man das erste Angebot auslässt. Ach komm, auf den Schild, bevor der wieder auflädt. Sag ich doch. Und, hat sich's gerechnet? Also, knetemäßig hat sich's gerechnet. Anna ist geflüchtet. Super. Davon könnten wir uns einen besseren Antrieb holen. Einen besseren Schild. So zum Beispiel. Jetzt fahren wir ein Dreier-Schild. Dann können wir in den Nebel. Ab die Post. Ah, verdammt! Sensor ist ausgefallen und wir haben einen Energiesturm, der uns natürlich... Ach, verdammt. Plasmasturm. So ein Mist. Da sind Wrackteile, die wir untersuchen mal. Komm. Yo, das hat sich gerechnet. Schick. Das gab richtig Geld und ein Pike Beam. Der Pike Beam, der geht mir am Arsch vorbei. Das ist gar nicht das Problem. Ach, guck mal hier, was die Energie abgezogen hat. Ja, oh, wir haben kaum noch was übrig. Das ist eine Riesengefahr, dieser Plasmasturm. Das ist echt übel. Ah, hier, stopp, Sauerstoff. Ich denke, warum wird das so rötlich alles?
Wow, jetzt laden wir erstmal unseren Sauerstoff auf. Wir schauen uns mal kurz den Beam an. Der ist nämlich eigentlich für den Arsch, aber das ist für mich sozusagen Bargeld. Sobald wir bei einer Handelsstation sind, tauschen wir das Ding ein. So, erstmal Sauerstoff wieder auftanken. Damit meinen Jungs nicht die Luft ausgeht. Ich bräuchte noch ein Besatzungsmitglied irgendwie. Okay, wir müssen eh weg. Also jump mal raus. Wir können unsere Raketen verkaufen. Für Scrap. Das machen wir auch. Knete. So, jetzt verteilen wir mal wieder. Mit zwei Energie könnten wir sogar noch zusätzlich die Drohnen fahren, aber eigentlich... Wir sparen das Geld mal. Ich glaube, mit dem dritten Schild sind wir ganz gut aufgestellt. Und würden den nächsten Sektor ansteuern. Im Moment sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Der Hull-Laser ist nicht schlecht. Der haut ganz gut rein mit seinen drei Schuss. Bis dahin hat der Ionenblast auch schon ein bisschen reduziert. Das ist alles ganz frisch. Wir können eine Drohne fahren, wenn wir hier Energie abzweigen. Ansonsten haben wir ein Dreier-Schild. Wir haben leider einen Rock verloren. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Besatzungsmitglied. Das wäre nämlich nice. Aber das ist so gar nicht mal schlecht gelaufen. Also das ist besser als jetzt vorher, die Runde. Okay, ich bin zufrieden. Wenn ihr es auch seid, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten System wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.